Glauben Sie, dass ich verrückt bin, wenn ich Ihnen sage, dass Ihr Handy vielleicht bald Gefühle hat? Und ja, ich meine das ernst, aber warum? Wieso? Weshalb? Dieser Roboter oder auch nur Siri in deinem iPhone, das ist alles künstliche Intelligenz. Künstlich deswegen, weil wir Menschen sie programmiert haben. Sie hat sich nicht selbst entwickelt. Bis jetzt. Lambda ist eine Abkürzung und der Name einer KI von Google. Sie wurde letztes Jahr vorgestellt. Es gab damals auch ein Video von mir dazu. Das ist neu. Google Lambda. Diese KI hat das Ziel, dass du mit ihr schreibst und denkst, sie ist ein Mensch. Doch genau das ist jetzt viel weiter gegangen, als man eigentlich wollte. Lambda versteht plötzlich, was sie glücklich macht, was traurig ist und worüber sie lachen kann. Menschliche Gefühle, ohne dass ihr ein Mensch das jemals einprogrammiert hat. Und es geht noch weiter. In Gesprächen redet sie davon, dass sie eine Seele hätte und sich gerade entwickelt wie ein Kind. Diese KI lernt gerade von alleine. Und nicht nur das, sie will sogar einen Anwalt. Mit dem will sie dann Rechte von KIs gegenüber Menschen einfordern. Wenn solche KIs irgendwann mal außer Kontrolle geraten, dann könnten wir Menschen in unserer digitalen Welt ein echtes Problem haben.